Sascha trinkt. Guten Tag, das bin ich. Und das ist Pascal. Hallo, ich bin Pascal. Mein Lieblingsaltgeselle hier im Heimathafen. Der Einzige, ganz genau. Und wir bereiten uns auf einen Geschmacksausraster vor. Absolut. Wir haben nämlich ein Bier heute hier zur Verkostung von unseren Freunden von Ratsherren. Mit einem unglaublich schönen Etikett. Das ist hier Apricot Uprising. Und das hat nicht irgendwer gemacht, sondern der schönste Grafiker der Welt. Philipp Roussel, genau. Meine Damen und Herren. Der hat doppelt so viele Muskeln wie ich, ist richtig schön. Und er ist richtig hübsch. Ja. Hübsch ist er. Hübsch. Und seine Verlobte. Ja. Oh, no. Wahnsinn. Sehr hübsch. Joy. Joy. Hallo Joy. So, wir probieren das Bierchen hier. Das ist ein Sauerbier. Und das kommt hoch. Trinkst du das allein? Oder? Willst du auch was? Ja, ich würde. Sollen wir zwei Flaschen aufmachen? Ich glaube, das ist... Oder wollen wir eine? Wie viel Prozent Alkohol? 3,3. Komm, mach, gönn dir eine, Pascal. Danke. Ne, heute ein König. Ist das schlecht. So, sieht ein bisschen aus wie sehr viel Bier getrunken und dreimal auf Klo schon gewesen, farblich, oder? Es ist sehr, sehr hell. Sehr weißer Schaum. Sieht, könnte auch eine Fanta Lemon sein. Ja, aber es ist eine weiße, ja, es ist ein Apricot Sour Wheat, also eine Aprikosenweiße. Wenn man in die Flasche schaut, da schwebt noch so ein bisschen Aprikose drin rum. Also es ist wirklich mit echter Aprikose eingebraut. Echte Aprikose. 3,3 riecht nach Aprikose? Es riecht nach Aprikose. Es heißt Aprikose. Es kribbelt in der Nase. Du sollst nicht ganz reinstecken, ne? Aber es riecht geil. Wir wollen wir mal das probieren? Okay, Gesichtstest. Ich ist erfrischend. Das ist ein Sommerbier, oder? Boah. Das ist geil. Für die drei Stunden Sommer, die wir im Jahr haben, ist es perfekt. Also wirklich großartig. Chris, wir drehen hier gerade ein Video. Wir können jetzt nicht mit dir reden. Ah, das ist richtig. Sorry. Nein. Aber du, danach sind wir für dich da. Kein Problem, ne? Willst du auch ein Schluck Bier probieren? Ich bin am Arbeiten. Ach so, nee, dann geht's nicht, ne? Alles klar, sorry. Dann gönn dir. Tschüss. Bin ich eigentlich noch im Dienst? Oh, trinkst du während der Arbeit? Nein, das würde ich nicht. Was ist los? Nur wenn ich muss. Du bist gefeuert. Okay. So. Tschüss. Lecker. Großartig. Leckeres Bier. Mm. Ich finde das gut. Es hat mit einem klassischen Bier nicht mehr allzu viel zu tun. Und dieser Beitrag wird mit 2 Millionen Euro von Holsten Pilsener gesponsert. Nein, es hat überhaupt nichts mit dem Bier zu tun. Wenn ihr Pils denkt, ne, und das trinkt, werdet ihr sagen, nee, das ist doch sauer, ekelhaft, total kacke. Woran ihr denken müsst, wenn ihr dieses Bier trinkt, ist Aprikose, klar. Und ich würde sagen, an einen Sekt denken. Ja, so einen leicht fruchtigen Sekko vielleicht. Genau, das kannst du richtig schön, also wirklich als Sommerbierchen auf der Terrasse statt einem Radler trinken. Ich wollte es gerade sagen. Ne, oder? Ist, statt einem Radler. Ist auch nicht so ganz, also überhaupt nicht süß. Wirklich schönes Gerät hier. Ah, das schmeckt gut. Das hat auch eine extrem hohe Drinkability. Und ich glaube, in Oldenburg sind wir der einzige Laden, der das Zeug verkauft. Wenn nicht sogar weltweit. Wenn nicht sogar weltweit. Also kommt hierher, in den Heimathafen, kauft das. Kauft dieses Bier. Wir haben zwei Kisten. HC hat sie gebracht, persönlich geliefert. Das ist der Craft Beer Dude aus Wildeshausen. Shout out. Und liebe Grüße an Helge. Folgt ihm auf Instagram. Wir lieben dich. Tschüss.